Und wenn sie das verstehen, werden sie ihren Partner viel lieber haben, weil er für manches einfach nichts dafür kann. Und es ist so, meine Damen und Herren, Männer haben zum Beispiel eine Eigenschaft, die Frauen gänzlich nicht haben, nämlich zu entspannen. Ja, Männer können super relaxen, kommt auch aus der Steinzeit. Wenn er einen Tag gegen das Mammut gekämpft hat, war der so fertig, dass er sich dann am Bärenfell ausrasten musste, bis der nächste Säbelzahntiger oder das nächste Mammut vor der Tür gestanden ist. Und das hat der liebe Gott uns mitgegeben in diesem Urprogramm. Was bedeutet das für dich? Wenn er jetzt am Samstagnachmittag am Sofa vor dem Fernseher liegt, ist er nicht faul. Er wartet nur auf das nächste Mammut. Ja, das ist wirklich so. Ja. Deine Aufgabe ist es, ihm zu erklären, dass die schon ausgestorben sind. Ja, da kommt keines mehr. Aber im Prinzip wartet er nur aufs nächste Mammut. Und man kann sich diese beiden Betriebssysteme wirklich wie Windows und Macintosh vorstellen. Wobei Frauen sind eher Windows, Männer sind eher Macintosh. Frauen sind Windows, das heißt, es gibt wahnsinnig viele Zusatzprogramme. Dieses Programm ist sehr, sehr ausgereift, sehr durchdacht, wesentlich schlauer als das andere Betriebssystem. Allerdings crasht es einmal im Monat komplett. Und dann lassen sich oft 3 oder 4 Tage Programme wie Gute Laune 1.0 nicht starten. Ja. Und aber es gibt irrsinnig viele Zusatzprogramme. Das ist beim Mann anders. Der Mann ist eher Macintosh, das heißt ein sehr stabiles Betriebssystem, einmal installiert, das rennt ewig. Aber jetzt haben wir ein Problem. Männer haben zwar erwiesenermaßen, und da murren die Frauen dann immer und die sagen, es ist aber so, ja, Männer haben das wesentlich größere Gehirn. Aber das männliche Betriebssystem braucht wesentlich mehr Ressourcen. Das heißt, es braucht so viel Platz, dass nur mehr ganz wenig Arbeits- und normaler Speicher vorhanden ist. Und damit der Mann nicht dauernd crasht, wird alle 4 Tage der Hauptspeicher geleert. Das heißt, es ist vollkommen sinnlos, wenn du mit ihm über was diskutierst, was vor 3 Monaten war. Ja. Es ist nicht so, dass er sich daran nicht erinnern will. Er kann es nicht mehr. Ja, das ist wirklich. Zum Beispiel lassen sich gewisse Programme bei uns ja gar nicht starten. Romantik 2.0. Ja, Romantik ist definitiv Drehen, Singen, Tanz. Das geht bei uns gar nicht. Ja. Was quält mich, meine Frau, wird euch sicher ähnlich gehen, was quält mich meine Frau mit dieser Romantik? Sagt, ma, du könntest einmal so romantisch sein, könntest mich einmal überraschen und du könntest zum Beispiel mal 100 Kerzen im Bad aufstellen und dann könntest du mal ein Badewasser einlassen und dann könntest du mal so Rosenblütenblätter ein. Jo, bin ich deppert? Ich weiß doch genau, wenn ich die Rosenblütenblätter hineinschmeiß, muss ich die nachher wieder herausglauben. Das ist ja unlogisch. Wir sind leistungsorientiert. Wir sind lösungsorientiert. Und das mit den Kerzen habe ich einmal versucht. Der Friedhofsgärtner ist immer noch angefressen. Ja. Das ist ja alles nicht leicht. Und dass wir Männer das mit der Romantik gar nicht hinkriegen, das ist wirklich so. Ja, ein Freund von mir hat es probiert, vergangene Weihnachten. Ja, glaubt, seine Frau findet es romantisch, wenn er sich erotisch auszieht. Ja, wie blöd ist das denn? Das war ein Fiasko. Sie hat einen Mann gesehen, wie Gott ihn nie erschaffen wollte. Ja, das ist einen Mann, wie Gott ihn schuf und McDonald's ihn formte. Und wir sind,
Wir sind an Silvester beisammen gesessen und ich habe sie dann gefragt, du, Karin, wie war das für dich? Hat sie gesagt, grausam. Sag ich, ja, erklär mir das. Sagt, schau, Wolf, seit ich so ein Mädel war, seit ich so klein war, habe ich immer Angst vor der Dunkelheit gehabt. Seit er für mich gestrippt hat, habe ich Angst vor dem Licht. Ja. Also, ja. Und deswegen, meine Herren, die Damen wissen es, ein Tipp, meine Herren. Wenn sich eine Frau für einen Mann auszieht, dann ist das erotisch. Wenn sich aber ein Mann für eine Frau auszieht, dann ist Waschtag. Meine Frau hat mich vor kurzem ins Altstoffsammelzentrum geschickt, um den Öli dorthin zu bringen. Eine gar heldenhafte Aufgabe. Der Held reitet mit seinem Feuerross hinaus, bringt das klebrige Teil dorthin, kehrt zurück und wird gebührend empfangen. Soweit die Theorie. Ich bin dann dorthin, hab das hingebracht, nach einer Viertelstunde war ich wieder zu Hause, marschiere bei der Tür hinein, erwarte Lo, was sagt meine Frau zu mir, hast du einen neuen mitgebracht? Na, das hast du ja auch nicht gesagt. Ja. Du kannst ja nicht mitdenken. Nein! Da, ich kann nichts dafür. Sie hat mir einen kleinen Auftrag gegeben. Den habe ich abgearbeitet. Das ist auch der Grund, warum man Männer nie einkaufen schicken darf. Nur mit einem ganz, 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 ganz kleinen Auftrag. Meine Frau hat das nicht berücksichtigt, hat mich vor kurzem einkaufen geschickt. Ich sollte ein Joghurt besorgen. Was ist denn das für eine Angabe? Kauf ein Joghurt! Damit sind wir Dreibeiner doch überfordert. Hast du gewusst? Hat sie, es gibt 26 verschiedene Joghurts. Und ich sag nicht, in welchem Markt ich einkaufen war. Das spar ich mir jetzt. Hast du gewusst, dass ein Joghurt eine Kultur hat? Und vor allem, wir sind so überfordert. Wir brauchen, ich muss wissen, was ist das für eine Modellnummer, was ist das für eine Marke, wie viel PS hat das Joghurt? Das sind so Angaben, die brauche ich. Ich kann das nicht allein entscheiden, da bin ich überfordert, wenn ich zum Beispiel dann mir denke, was weiß ich, wenn ich ein rechtsdrehendes Joghurt ist, während ich mich nach links drehe, habe ich dann neutrales Joghurt. Das sind so Fragen, die auftauchen, ja? Oder wenn ich zuerst eine Pasta ist und nachher Antipasta, habe ich am Schluss nichts gegessen. Das sind so Fragen, die uns beschäftigen. Und du wirst ja als Mann so viel angelogen, die Werbung weiß ja, dass wir blöd sind. Da lese ich so ein Schild zum Beispiel, da lese ich, für einen Liter Maresi verwenden wir 2 Liter Milch. Habe ich mir gedacht, das schaue ich mir an. Hat man einen Liter Maresi gekauft, 2 Liter Milch, die Maresi ausgehört, die Milch ein, das geht sich gar nicht aus. Und wir können manche Dinge halt nicht. Wir bemühen uns, aber wir können es nicht. Ich bringe mich auch ab und zu im Haushalt ein. Meine Frau war mal 3 Wochen verreist mit einer Freundin auf Bildungsreise in Ibiza. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann kümmere ich mich einmal, dass das Haus sauber ist. Und habe mir den Hausverstand ausgeborgt und habe so einen Swiffer gekauft. Da steht ja, zieht den Staub magnetisch an. Bin dann nach Hause, habe ihn ausgepackt, habe ihn ins Wohnzimmer reingehauen.
Habe ich gewartet? Na nix! War wahrscheinlich kaputt. Das kann so unglücklich machen, wenn man sich für die falschen Dinge einsetzt. Was habt ihr Frauen dafür gekämpft, dass wir von Söhnen und Töchtern singen? Und verdient es jetzt gleich viel wie wir? Nein? Okay. Außerdem, es stimmt ja schon wieder nicht. Es ist ja schon wieder falsch. Jo, wer hat denn vor 2 Jahren den Song Contest gewonnen? Da sind wir weder bei Söhnen noch bei Töchtern dabei. Jetzt braucht man noch eine Zeile. Und ich habe eine Anregung ans Ministerium geschickt. Ich habe gebeten um Aufnahme folgender Zeile. Soll man in Zukunft singen, liegst dem Erdball du inmitten, schönes Land der Transvestiten. Das war mein Vorschlag. Also, es ist... Die haben mir noch nicht geantwortet. Die sind wahrscheinlich schwer überarbeitet. Und es ist gar nicht leicht, gute Mitarbeiter zu kriegen heutzutage. Ja, du darfst das ja nichts mehr fragen. Wenn jetzt eine Frau bewirbt sich um einen Job und kommt mit so einer Kugel, darfst du sie rechtlich seit 2011 nicht mehr fragen, ob sie schwanger ist. Das ist kein Scherz. Wenn einer mit so einer Fahne kommt, darfst du ihn nicht fragen, ob er Alkoholiker ist. Aber wenn Entscheidungsträger im Publikum sitzen, merken sie sich, eine Frage dürfen sie stellen bei einem Einstellungsgespräch, nämlich wie er oder sie, der Bewerber oder die Bewerberin, die Nacht verbringt. Ja, und das hilft ihnen, denn schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden, die Schlafhaltung verrät den Charakter eines Menschen. Merken Sie sich, Menschen, die auf dem Bauchen schlafen, das sind Chefs, ja, das sind Macher. Menschen, die auf dem Rücken schlafen, sind perfekte Untergebene. Und Menschen, die auf dem Bauch vom Chef schlafen, haben begriffen, wie man Karriere macht. Bei uns war das nur so konservativ. Wie sind wir aufgeklärt worden? Das könnt ihr euch hier ja gar nicht mehr vorstellen. Wie sind wir aufgeklärt worden? Ja, was haben wir gemacht? Na, Flaschen drehen. Kannst du dich erinnern? Flaschen drehen haben wir gemacht. War das super. Ja, und da hat es ja verschiedene Spielvarianten gegeben. Wir haben es immer so gespielt, wenn ein Bub die Flasche gedreht hat und die Spitze hat auf ein Mädchen gezeigt, hat sie sich aussuchen können, entweder sie macht mit ihm die ersten sexuellen Erfahrungen, also Zungenkuss, ja, oder sie kann sich mit einem Schilling freikaufen. So haben wir das damals gespielt. Ja. Und ich habe das oft gespielt, ich habe das so gern gespielt und ich war so oft zum Drehen dran. Ja. Ich habe mir dann mit 16 das erste Haus gekauft. Aber ich habe das so gern gemacht. Ja. Und Gott sei Dank ist die wieder weggegangen. Jetzt bin ich dann auf Spedition und stehe einem größten Tier Afrikas gegenüber. Was habe ich gesehen? Na, eine Karaffe. Wunderschön schon. Also, ja. Und 2 Stunden stehe ich Auge in Auge einer Hygiene gegenüber. Ja. Und ich sage dir, wenn du einmal eine Hygiene siehst, da darfst du dich nicht verbiegen, da musst du ganz autistisch bleiben. Ja. Aber Sie sehen schon, meine Damen und Herren, auf dem Gebiet der Fremdwörter bin ich eine Konifere. Na, da bin ich ein richtiger Kapuziner. Und über diesen Powercard-Abend von der Energie AG, da werden auch Generatoren sprechen. Da gibt es jetzt keine Diskothek mehr. Vielen Dank. Dankeschön.